So, moin moin, nach Informationen der Bild-Zeitung soll die YouTuberin Katja Krasavitsch ein Hausverbot in einem Einkaufszentrum bekommen haben. Katja Krasavitsch war für ein Video im Einkaufszentrum als Kätzchen verkleidet, zusammen mit einer Freundin. Für 2 Euro konnte man sie dort irgendwie an die Leine nehmen und diese 2 Euro sollten dann an irgendein Tierheim gespendet werden. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sie wohl im Anschluss von dem Sicherheitspersonal ein Hausverbot ausgesprochen bekommen haben. Nun fordert angeblich das Einkaufszentrum, dass sie das Video, was sie bereits hochgeladen hat, wieder offline nimmt. Ebenso würde das Einkaufszentrum nun prüfen, ob es rechtliche Schritte gegen sie einleitet. Man kann tatsächlich das Gefühl haben, dass inzwischen Anzeigen sammeln ein neues Hobby unter den YouTubern geworden ist. So deutet zurzeit auch vieles darauf hin, dass die letzte 24-Stunden-Eingesperrt-Challenge von ApoRed und Leon Mascher auch kein Fake gewesen ist. Auf Twitter macht gerade ein Screenshot von einem E-Mail-Verlauf die Runde, in dem die Direktorin von der Schule schreibt, dass das Ganze nicht abgesprochen gewesen ist und auch hier rechtliche Schritte geprüft werden. Ich habe heute selber die Schule auch angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten, aber ich habe bisher noch keine Antwort gekriegt, da konnte ich die Quelle nun auch nicht eindeutig verifizieren. Augenscheinlich ähnelt sich jedoch das Muster. Und sobald ich die Antwort von der Schule bekomme, gibt es ein Update auf Twitter und in der Videobeschreibung. Aktuell kann ich nur sagen, es gibt einen Screenshot von einem Brief, in dem es heißt, dass das Ganze nicht mit der Schule abgesprochen gewesen ist, was ApoRed und Leon Mascher gemacht haben. Ob der Brief echt ist oder nicht, das finden wir gerade heraus. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Die YouTuberin Bibis Beauty Palace hat einen sogenannten Treue-Prank mit ihrem Freund Julian gemacht. Bibis Beauty Palace hat ihren Namen auf WhatsApp geändert in irgendeinem anderen Mädchennamen und hatte sich dann auf WhatsApp an ihrem Julian rangeschmissen. Das Einzige, was ich mich frage, wie kann so etwas überhaupt klappen? Denn selbst wenn man seinen WhatsApp-Namen ändert, so bleibt doch die gesamte Konversation, die man zuvor unter dem anderen Namen geführt hat, doch auch erhalten, oder nicht. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Sie hatte auf jeden Fall Julian angeschrieben unter einem anderen Namen. Und Julian dachte wohl erstmal, das ist irgendein Mädchen, welches er überhaupt nicht zuordnen kann und hat anfangs fast gar nicht auf sie reagiert. Und dann irgendwann hat er wohl kapiert, dass sich dahinter seine Freundin Bibis Beauty Palace verbirgt und dann hat er aber richtig heftig zurückgeflirtet. Bibis Beauty Palace war dann so schockiert, dass sie dann die Kamera ausgemacht hatte und später haben dann beide die Kamera wieder angemacht und dann war wieder alles gut. Ja, das war mal wieder heute eine ordentliche Themenfülle. Insoweit, ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.